Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 112 Operation. Ah, wir brauchen eine Einheit. Ja, wir wollten ja nichts. Alles gut. Wir haben 21 Einheiten. Das macht es nicht so einfach. Fußgänger von Auto erfasst. Wir gucken mal, ob das reicht. Hier oben. Das könnte nochmal eine stressige Schicht werden. Da sind die Mülltonnenbrand. Hier wird sich schon gekümmert. Sehr gut. Ich glaube, die können den nicht abführen, ne? Das ist das Problem. Trinken in der Öffentlichkeit, damit wird er wohl fertig. Ich hab's befürchtet. Und hier ist die Reiterstaffel unterwegs. Gibt es... Da unten ist nochmal Action. Reporting 10-4. Was ist das? Hier trinken? Okay. Ready for the next case. Awaiting further orders. Returning or going there. Ja, man muss mal gucken, wo kommt hier was rein? Reporting in pursuit. Receiving. We'll get them ready for action. Reporting. On my way. Ready for action. On my way. Ja, erstmal hin. Requesting police unit. Standing by. Ja, da wird eine Polizeieinheit benötigt. Reporting. Roger. So, der kann da auch hin, sehr gut. Ready for next case. Operator, going there. Kann der gleich in die Pferdestaffel, brauchen wir da nicht. Das kann die nicht. So, was haben wir da? Going back to base. Ready for action. Going there. This is 112. How can I help you? Careful. Careful. Don't... hello. I'm calling from the martial arts school at... I think one of my students sprained his knee. We need an ambulance. Verstaucht hat? How's he feeling now? Well, he's not very happy. I mean, how is he feeling physically? Right, yeah. Well, he's in pain, but he's not dying, if that's what you're asking. Is he conscious now? Yes, he is. When did it happen? Just like 20 minutes ago or so. Oh, 20 Minuten. What happened? So, this is a martial arts school. We are practicing throws. One student fell on his knee. A few felt a crack and that's it. Was the instructor present? Yeah, I was present. Okay. Are you sure it was an accident? He wasn't attacked? No, no, nothing like that. He always practiced very hard, that's all. It's important to get the knee moving. Like how? Ja, put the leg up so that the blood flows down. You can use a chair. Okay, a chair. Right, we're on it. Put your leg up. Das ist, glaube ich, ganz gut. Put some ice on it if you have any. Even a cold drink can help. Okay, I think we can find some ice. Anything else? The ambulance will be there shortly. Okay, thank you. Injured on site. Paramedics needed. Ich glaube, das hätten wir einfacher haben können. Guck mal, hier wird die Aussage aufgenommen. Verdächtige Schüler sogar. Oh, ich bin mal sehr gespannt. Oh, hier unten geht's ganz schön ab. Roger. Ready for action. Roger. Ready for action. We'll get them. Reporting. Going there. Okay. Operator. Roger. Suspects awaiting transport. Requesting police unit. Benötigt Polizeieinheit. Kommt.
Ready for action. We're done here. Going transport needed. Standing by. Ja, da bin ich mal gespannt bei diesem Fall. Awaiting orders. Starting chase. Ready for action. Going to the incident. Boah, ganz schön was los hier in der Stadt. Going there. Starting chase. Receiving. In pursuit. Returning to base. Ah, medizinisches Personal wird benötigt. Going there. Ready for action. On my way. Returning to base. Awaiting orders. On my way. Aber der kann ja fahren. Operator. Returning to base. Ich würde sagen, das läuft richtig gut. Und wir haben genügend Einheiten frei. 112, what's your emergency? Hello? Oh Gott. 112, hello? I need the code, dear. Are you in danger? Ma'am, what code? The PIN. Nein, ihr Handy. Ma'am, you've reached 112. Do you have an emergency? Yes! I cannot use my phone! Unlock it! All cell phones are set up that way. Even if it's locked, you can still call 112 if you have an emergency. We need this line for people in real emergencies. Okay, I get it now. I'm sorry. Thank you. Goodbye. No problem. I hope you get your phone fixed. Goodbye. Unglaublich. Und ich glaube, sowas gibt's bestimmt auch täglich. Awaiting further orders. Brennendes Auto. Awaiting further orders. Police officer under attack. Returning to base. Reporting on my way to the incident. Gleich Verstärkung hin. Going there. Das geht gar nicht. Returning to base. Receiving. Roger. So, das ist da. Hier ready brauchen wir einmal das und on my way. Einmal das. We're done here. Going there. Receiving. 10-4. Case resolved. Ja, wir haben ja. 10-4. Schmierung verwenden kann das Motorrad prinzipiell machen. Nee, der kann er nicht festnehmen. Nehmen wir den. Wir müssen die hier ein bisschen mehr verteilen. Herzinfarkt, sofort dahin. Oh, da oben. Das ist halt die Gefahr, dass man das übersieht. Und da brauchen wir die Polizei, aber da haben wir momentan ja mehr als genug. Ja, das läuft. Ready for action. On my way. Reporting. 10-4. Receiving. Going back to base. Sehr gut. Returning to base. Operator, in pursuit. 112, what's your emergency? Okay, listen carefully because I won't repeat myself. Got it? Where are you calling from? It doesn't matter. I want to stay out of this. Yeah, I'm listening. You know those expensive Fabergé eggs? Some are missing. One of them is in a locker. It will only be there for an hour. Thought you might find this information useful. How do you know that? I just know. What locker? Near the main entrance. Number 23. Why are you calling, sir? I'm done with everything. Gotta go. Bye. Okay, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Ist das der Anruf gewesen? Ja, ne? Unbekannter Anruf. Ich würde gerne unweit des Haupteingangs. Da muss eine Polizei hin, definitiv. Awaiting orders. Roger. Das ist jetzt hier wichtig. 28, 12, 11.
am Einsatzort. We need an ambulance here. Standing by. Case resolved. Da brauchen wir auch Polizei. We need police assistance. Roger. Awaiting orders. Join. Ready for next case. Operator. Roger. Operator. Going there. Ready for the next case. Wir haben keinen Fall mehr, oder? Doch, einen haben wir noch. Case resolved. Sekunde, 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 Sekunde. Receiving. In pursuit. Case resolved. Ready for next case. Läuft ja ganz gut. Ready for next case. Operator. Intervention necessary. Aggressive behavior. Returning to base. Reporting. Going to the incident. Ready for action. 10-4. Ihr kümmert euch erstmal darum. Receiving. Roger. Case resolved. Going there. Da brauchen wir eine Rettungseinheit. Operator. Going there. Ein Schlaganfall. Dann soll der da gleich Case hin. Resolved. Ready for action. 10-4. Der benötigt einen Transport. Aber ich würde sagen, prinzipiell sieht's gut aus, oder? Reporting. Going there. Ready for action. 10-4. Was ist hier unten? Going there. Reporting. Going there. On my way. Wo ploppen die denn auf? Ach, hier in der Mitte. Awaiting orders. Roger. Pardon. Ready for action. 10-4. So, der darf erstmal ausladen. Case resolved. Ich habe immer Sorge, dass ich irgendwas übersehe, denn prinzipiell ist es ja gut gelaufen diesmal. Aber ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, wir haben alles. Das sieht sehr gut aus. Der Fall ist auch gelöst. Ja, das sieht alles gut aus. Ja, sehr schön. Standing by. Going there. Ja, Mann, ich glaube, das war gut. Es gab auch richtig gut Geld. Ist irgendetwas überhaupt schief gegangen? Ich kann mich nicht entsinnen. Eine Sache, ein Feueralarm, den habe ich schon mal übersehen. Aber ansonsten ist alles mega gut gegangen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es gab am Anfang eine Sache, ich weiß nicht mehr, irgendwas wollte ich hier nochmal nachgucken. Aber was das war, dieser Schock, kenne ich einfach nicht. Hypoglykämischer Schock. Ist das durch Glucose oder so? Ich habe keine Ahnung. Habe ich vorher noch nie gehört. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und wir sehen, wir sind sogar ganz gut gewappnet. Gut gemacht. Sehr schön. Neue Ausrüstung. Jetzt haben wir hier so, oh Gott, Spezialeinheiten. Es wird mehr und mehr und mehr. Man sieht es. Und größere Fahrzeuge haben wir. Wie gesagt, ihr könnt euch das durchlesen, für mich ist das nichts. Ja, ich glaube, wir brauchen bald die größeren Fahrzeuge. Wahrscheinlich werden wir sowas bald brauchen. Die Kohle haben wir jetzt natürlich nicht. Prinzipiell sind wir aber gut ausgestattet, würde ich sagen. Spezialeinheiten. Ich glaube, darauf sollten wir sparen. In der nächsten Folge machen wir noch eine so und dann werden wir entweder einen Leiterwagen uns holen oder halt so einen und Wasserwerfer. Das ist auch nicht schlecht. Eigentlich auch nicht schlecht. Fahrzeuge mit Wasserwerfer, effiziente Menschenversammlung zu kontrollieren kann. Ja, dann holen wir uns den. Komm. Dann geben wir mal ein bisschen Geld aus. Das ist okay, wir brauchen den besten Fahrer der Welt und einen Polizeihund. Das ist der. Ansonsten würde ich den noch nehmen. Lohnt es sich dann, Polizeihund reinzunehmen? Der kostet ganz schön Kohle, ne? Ich weiß es nicht. Hilft da drin ein Hund? Wir machen es einfach mal.
Und dann sind wir pleite. Das passt. Muss die Einheit voll sein? Nein, oder? Muss sie nicht. Ich würde sagen, ja, morgen geht's weiter. Einschalten lohnt sich. Bis dahin, euer Zeron.